Yo, yo, yo! Ja, ich weiß, jeder macht den Witz. Aber ja, heute wollt ihr doch sicher wissen, wie der neueste Blaupausenpanzer von World of Tanks sich in dem Random Meter tut. By the way, dieser Panzer hat einen größeren Bezug zur Realität als der 60-Trottel-Panzer und der Typ 5 schwer. Der M5U ist ein neues Tier 10 amerikanisches schweres Hulldown-Monstrum mit einer neuen Kettenmechanik. Kurz, man kann dich fast nicht detracken, gibt eine Minikette hinten. Man wird aber langsamer, wenn die Hauptkette weg ist. Ansonsten ist die Mobilität echt gut mit 40 km/h Topgeschwindigkeit. Der Panzer hat zwei Kanonen zur Auswahl, eine 360 Alpha mit mehr Pen und DPM und eine 440 Alpha Gun. Beide sind echt gut spielbar, wobei ich die 360 Alpha Kanone bevorzuge. Das Gunhandling auf beiden Kanonen ist sehr akzeptabel und fühlt sich gut an. Panzerung ist sehr gut am Turm. Achtung, die Arme sind auch Weakspots für Goldmunition. Wanne ist okay, kann Sidescrapen. Alles in allem ein solider Tier 10 Panzer, der echt Laune macht, aber bis jetzt nicht OP erscheint. Gut gebalanced. 8 von 10 Punkten. Und nicht vergessen zu abonnieren, denn bald gibt es Giveaways für einerseits 10.000 Abos und für andere Dinge. Huppie!